hallo, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. In Hamburg ist Sommerpause, aber ich bin noch da und wollte Sie ganz kurz in den Blick setzen, was im Juni gelaufen ist und was uns jetzt in der Sommerpause im Juli noch in Hamburg politisch erwartet. Ja, zuallererst, das werden viele von Ihnen und von euch mitbekommen haben, die Karlsruher Richter haben mal wieder ein Urteil pro Homo-Ehe geschrieben. Und nun soll auch das Ehegattensplitting für eingetragene Lebenspartner gelten. Eine ziemliche Niederlage für die Merkel-Regierung. Und wir hoffen, dass jetzt endlich der Weg freigemacht wird. Das wird wahrscheinlich nur über die Bundestagswahl gehen. So sieht es aus für die Öffnung der Ehe in Hamburg und in ganz Deutschland. Mehr Informationen gerne auf meiner Homepage. Das nächste Thema, was auch viele noch bewegt hat vor der Sommerpause, ist das Thema Weiterbau Elbphilharmonie. Da habe ich sogar ein Sondervideo gedreht. Schauen Sie mal rein, werden Sie alles zu erfahren, was das jetzt bedeutet, wie das weitergehen soll mit Hochtief und was uns das alles kostet. 195 Millionen Euro stehen da zur Abstimmung. Und alle Fraktionen außer der SPD lehnen diesen Vertrag, der von Scholz verhandelt wurde, ganz persönlich ab. Und zwar, das hat einen ganz einfachen Grund. Man weiß nicht, wofür diese 195 Millionen Euro sind. Allgemein wird von einem politischen Preis gesprochen, damit nun Hochtief endlich dieses Bauwerk zu Ende bringt und nicht mehr Gründe findet, es nicht zu tun oder mehr zu fordern. Das nächste Thema, was wir immer wieder seit 2 Jahren haben und was ich in diesem Rathaus-Videodreh schon öfter angesprochen habe, ist das Thema Seilbahn. Einige erinnern sich, es soll von Stage Entertainment, dem größten Musical-Anbieter hier in Hamburg, eine Seilbahn von St. Pauli zum Stage-Theater König der Löwen gebaut werden und sogar noch weiter, so sind die Planungen von dem Musical-Theater bis nach Wilhelmsburg. Das hat zu viel Unruhe geführt, unter anderem, weil natürlich viele in St. Pauli sagen, noch mehr Touristen und wo soll das Ding überhaupt abfahren? Ist das denn nicht noch eine Verschandlung der Silhouette, der Stadthilfe-Silhouette über die Elbe etc. Dann auf einmal kam ein Vorschlag, der auch von der SPD mit lanciert wurde. Von der Hafen-City aus soll es gehen zum Musical-Theater und zwischen, also bald sind es ja sogar 2 große Musical-Theater auf der anderen Elbseite, wo dann die Seilbahn hinführen sollte. Das ist nun aktuell vom Senat abschlägig beschieden worden, weil es Sicherheitsbedenken gibt. Auf der anderen Elbseite sind halt sehr viele Fabriken und gefährliches Gelände. Also bleibt nur noch die Trasse zurzeit von St. Pauli rüber zu den Musical-Theatern. Die lehnt aber der Bezirk Mitte mit großer Mehrheit ab. Und jetzt steht möglicherweise ein Bürgerentscheid im Raum. Schauen wir mal, ob dieses Drama, und da ist die SPD nicht ganz unbeteiligt, noch lange weitergeht oder ob es beerdigt wird. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Thema, auch mit St. Pauli zusammenhängt, dass die Zukunft der Esso-Hochhäuser. Daran scheiden sich seit Jahren die Geister, was mit denen geschehen soll. Ich glaube, 50% finden sie hässlich und meinen ja Gott sei Dank, wenn die abgerissen werden. Und die anderen 50% sagen, oh Gott, die sollten wir erhalten unbedingt. Die gehören inzwischen zum Charme von St. Pauli. Ich finde, in erster Linie geht es erstmal darum, dass die Mieter wieder zurück können, wenn das Ding saniert wird. Und ich bin, wie das jetzt auch schon so sagt durch meine Aussage, eigentlich dafür, dass wir alles tun sollten, dass die Häuser erhalten bleiben und saniert werden. Ich finde, bevor man etwas abreißt, was so in den letzten Jahren das Ante von St. Pauli, den berühmtesten Stadtteil Hamburgs in der Welt geprägt hat, da sollte man sehr vorsichtig sein. Und ich sag mal so, wenn man die sanieren kann, und ich glaube erst, dass man es nicht kann, wenn es auch wirklich Fakten gibt, die dagegen sprechen, die liegen bisher nicht vor, dann sollte man die Häuser erhalten, die Menschen dort behalten und unten, wo das Gewerbe ist, wo der Molotow, wo die Molotow-Bar ist, wo das Herz von St. Pauli ist, auch das sollte man erhalten. Auch die Mieter, diese Gewerbemieter sollten zurückkehren können. Das wäre jedenfalls mein Wunsch, weil gerade der Bereich St. Pauli, und viele fragen sich, was wird aus unserem Stadtteil, ist nun mal inzwischen ein klassischer Antlitz und Hässlichkeit kann manchmal auch was Besonderes sein. Also hier werden wir noch gucken, ob die SPD sich traut, tatsächlich die Stimmung so zu missachten, dass sie die Häuser einfach abreißen lässt mit einer ungewissen Zukunft über dieses Areal.
Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert im Juli. Da ist natürlich am Ende des Monats der große Christopher Street Day. Und auch die Grünen machen fleißig mit. Wir werden zwei Veranstaltungen haben. Eine hier direkt im Rathaus, im Hamburger Kaisersaal, laden wir zum Christopher Street Day Empfang. Und was ganz Besonderes wird sein, es wird erstmals ein Chantichor hier für die Lesben und Schwulen in Hamburg zum Christopher Street Day singen. Darauf freue ich mich schon sehr. Dann gibt es noch andere Veranstaltungen. Selbstverständlich werden wir auch auf dem Straßenfest mit einem Informationsstand sein und wir werden natürlich bei der Christopher Street Day Parade eigene Wagen sein. Mehr Informationen können Sie auf unserer Homepage nachlesen und seien Sie dabei. Sie können sich gerne anmelden. Ich hoffe, Sie da wieder zu treffen und ich wünsche Ihnen einen wundervollen Sommer, Juli. Bis dann. Tschüss.